Quarry irgendwo in einer anderen Welt zu betreiben, oder was? Nö. Ich sage mal so, wir haben ja jetzt dann irgendwann den Reaktor hier. Du wirst ja die Quarry sicherlich nicht direkt hier irgendwo an unserem Haus haben. Ne? Ich würde die eigentlich gerne irgendwo im Wasser arbeiten lassen. Ja, klingt vernünftig. So, und ich brauche jetzt Silikon. Du brauchst mit Sicherheit Gummi für. Mit Silikon. Schätze ich jetzt einfach mal, dass du Gummi brauchst. So, ich brauche eine Sägemittel. Viel Spaß. Weißt du, das klingt ähnlich kompliziert wie das, was ich mache. Die Frage ist, wenn man dieses Modpack alleine spielt, dann muss man das ja theoretisch alles alleine machen. Ja, frag mal, was ich in meinen Streams alleine mache, ne? Was machst du in deinen Streams alleine? Ja, genau das. Du hast gesagt, ich soll fragen. Tut mir leid. Immer wenn meine Frau sagt, iss was, dann tue ich das, dann esse ich was. So, wir brauchen Maschinen. Wir hatten doch, irgendwo hatte ich doch vorhin Iron Bars gesehen, oder? Iron? Ja, diese Gitter hier. Hier, genau. So, und dann brauchten wir noch Basic Capacitator. Dafür brauchen wir Gold Nuggets. Auch gut, die kriegen wir auch hin. Ich brauche so mehr. So anstrengend. Dann nehmen wir uns mal hier ein halbes Stack Gold mit. Mein Inventar quillt übrigens über. Das heißt gerade, irgendwas explodiert hier. Wie kann das sein? Gibt's hier vielleicht Mini-Enderman? Keine Ahnung. Denn wenn ja, die töten Creeper. Dann wird's das gewesen sein. So, dann brauchen wir jetzt einmal Gold Nuggets. Deswegen haben sie ihn ja nicht getötet, weil der ist ja explodiert. Kupfer. Was sind das für Pflanzen hier? Blue Hydrogee, was auch immer. Ich könnte mir auch um die anderen Mods kümmern, die auch noch Pflanzen hier haben. Was meinst du? Was suchst du, Blaze? Gibt's hier nicht auch die verbesserte Erde für die... Ne, das ist glaube ich hier nicht in dem Modpack. Fertilizer gibt's hier nur. Ja, Fertilizer. Es gibt aber auch, oh, wie heißt denn das? Gardens? War das nicht Garden? Was soll der denn machen? Sachen schneller wachsen lassen. Jetzt könnte ich irgendwie 14 Dayblooms machen. Ich komme jetzt zurück. Sachen schneller wachsen lassen? Nee, das gibt's hier in dem nicht. Und was willst du dann wachsen lassen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Die Pflanzen, die ich brauche, wachsen ja nicht. Kann man nicht anpflanzen. Etc. Ja, aber die Pflanzen, die ich brauche, kann man nicht anpflanzen. Die kann man ja nur finden. Ja, aber wegen Essensproduktion und so hätte ich jetzt geguckt. Ne? Ach, essen aber doch genug, oder nicht? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach, der Segway, genau. Das ist gut, da können wir aus den Gummibäumen auch Gummi gewinnen. Wenn das noch so ist wie damals. So, dann brauchen wir den Basic Kassi. Dann brauchen wir nochmal einen Pisten. Ich freue mich so aufs ME-System, ich sag's dir. Ach, ich brauche neue Kabel. Conduits. War die kleinen Conduits, dafür brauche ich Conduit Iron. Redstone und Iron, okay. So ein Shitty. Vor allem, das ist richtig nervig, dass ich das Wasser mal nachfüllen muss. Yep. So, Redstone. Was hast du mit meiner Wasserquelle kaputt gemacht? Ich? Du hast irgendwas reingesetzt. Du darfst mir hier bitte kein Wasser rausnehmen, ne? Das ist doch meine Wasserquelle. Ja schon, aber da drin wachsen gerade die Crystals. Das hast du mir nicht gesagt. Ja, siehst du doch, dass da was drin schwimmt. Warum was reingebaut ist. Warum? Ja, das ist meine Wasserquelle hier. Deine Wasserquelle hier, ne? Die habe ich extra angelegt, weil ich hier ständig Wasser brauche. Toll, hier ist ein Loch drunter. Ja, das ist das spezielle Loch. So, drei und... Unglaublich! Ja, Blaze, schon, ne? Nimm dann mir einfach meine Wasserquelle weg. Oh Gott, wie dramatisch. Ja, jetzt muss ich wieder weit laufen. Darf ich jetzt noch mal kurz Wasser rausnehmen oder nicht mehr? Oder?
Ja, mach dir einfach, Hab ich vor. Eine Wasserquelle. Warte. Ja, aber darf ich dafür noch das Wasser noch da rausnehmen, oder nicht? Wo den Crystals drin wachsen? Ja. Ich hab das gerade hier weggenommen. Wird schon gehen. Hab ich jetzt schon. Sehen wir schon, ob die Dinger fertig werden oder nicht. Ja, hab ja eh schon einmal was rausgenommen. Weil die Dinger brauchen nämlich Ewigkeiten. Das ist... Ohne diesen Beschleuniger hier musst du... Ach du Scheiße. Brother macht hier Flutung. Daneben geklickt, es tut mir leid. Also sowas geht aber gar nicht, ne? Doch, geht. Hast du gesehen. ohne diesen quasi Erweiterungsdings brauchen die Dinger, glaube ich, weiß nicht, 4 Stunden? Das ist ja easy. Wie viel brauchst du davon? Ja, so im Verlauf Minimum 20 Stück, 10 Stück. Das ist so easy. Aber mit der Beschleunigung dauert es nur, ich glaube, 5 Minuten, 10 Minuten. Na dann, easy. Mach mal Tag, sonst krieg ich kein Mana. Also, geh ins Bett, meine ich damit. Mach mal Tag. Geh ins Bett, meinte ich damit, ja. Ich muss gerade Daybrooms craften. Gut, so. Nächsten Kabel für die Sägemill. Die Sägemill lassen wir dann derweil hier rüber gehen. Oh, so. 14 Daybrooms gemacht. So, und was musst du jetzt in die Sägemill mit rein? Silikon. Dahin. Ach, falsch angeordnet hier. Shit. So, Clay, Redstone Ore oder Sand? Ich glaube, ich nehme am besten Sand. Und pack dann die Seite Flint mit rein. So, Sand haben wir keine mehr. Das heißt, einmal die Schaufel schwingen. Wie immer. Klar, Base. Ja, das hat der Goblin hier gerade gemacht. Ah. Das ist falsch. Die geben doch immer so komische Töne von sich. Das ist ja nice, hier gleich Clayker drunter gefunden. Gut. Wenn ich auf die Pflanze mit dem Zauberstab gehe, sicher, in welchen Spreader die verbunden sind, ne? Ja. Okay, wenn die alle verbunden sind, alles okay. Jetzt habe ich so viele Blumen hingestellt. Gut. So. Ach, hier ist so ein, wenn ich mit dem Stab darüber gehe, sehe ich, dass das Runenzeichen halb fertig ist. Also, dass die Rune halb fertig ist irgendwie. Ja, ja. Okay. So, einmal Sand hier rein und einmal Flint hier rein. Gut. Ich könnte den Spreader eigentlich auch darauf schießen lassen gerade. Auch da drauf. Dann müsste es ja schneller gehen. Gehen diese Mana-Strahlen durch andere Sachen durch? Oder fragst du mich was? Keine Ahnung. So, dann werden wir jetzt einmal das hier betreiben. Und zwar so. Und ich sollte mir... Ah, ich habe einen Crescent Hammer. Dann guck mal einer an. Denn das muss hier weg. Geh nicht. Das ist der Mana-Pool ist im Weg. Der sammelt das alles auf. Ist auch egal. Eigentlich ist es nicht egal. Aber ich möchte den Mana-Pool nicht versetzen, wo voll wieder gerade noch ist. Ja. Also du stellst dir noch einen Mana-Spreader her. Ich habe ja noch einen. Achso. Ich kann ja einen auch abreißen. Aber dann kann ich. Bin ich jetzt blind? Ich komme nicht mehr an alle Blumen dran, glaube ich. Moment. Ich muss ja nur den Spreader kurz um ein Feld versetzen, dann ist ja schon alles in Ordnung. Und dann so machen. Und so. So. Applied Energy Sticks. Wir brauchen vorerst mal einen ME Drive. Dafür brauchen wir einen Engineering Prozessor. Dafür brauchen wir Diamanten.
Wieso krieg ich den jetzt nicht geschaltet, den komischen Spreader? Du bist schon im Bind-Mode? Wie schalte ich das denn um? Also ich weiß. Shift. Ja, aber woran sehe ich, in welchem Modus ich bin? Steht unten in der Mitte. Ganz dick. Nein. Schon? Was, wenn du Shift rechts. Function Mode, achso. Ja, Function Mode und Bind Mode. Binding Mode. Bind Mode. Brother. Ja, aber in deinem Bind Mode muss ich doch nur das Ding anklicken oder auch mit Shift? Mit Shift? Achso. Yes, jetzt geht er an dem Pool vorbei. Perfekt. Braucht Diamanten. Ich würde dir welche geben, ich habe nur leider keine mehr. Weil meine Diamanten, die ich jetzt nicht habe, sind nämlich schon 4 Mana-Diamanten, die wirst du nicht gebrauchen können. Okay, so. Silikon hier rein. Das tut mir leid. Hier rein. Loidbinder kommen hier rein. Status Quartz, alles was ich jetzt für das ME-System brauche, kommt hier rein. Das geht schon wesentlich schneller jetzt mit den Dayblumen, die ich hier habe. Keine Ahnung, wie viele das hier schon sind, das sind schon einige. Anders kommt man nicht am Mana dran, man muss das über die Pflanzen machen, oder? Yep. Oder über die Nachtblumen, aber gut. Jo, du kannst zum Beispiel hier zwischen den Dayblumes noch die anderen setzen. Ja, aber wir machen ja eh die Nacht mal weg, von daher. Dafür wäre das Skarf zu teuer. Ich weiß nicht, wie die heißen, Night irgendwas, ne? Möglich. Nightshade, genau. Da ist auch ja 2 schwarze, da kannst du ja, gut, wenn du grau und lila und schwarz übrig hast, kann man das natürlich machen, aber. Okay. Boah, die erste Rune von weiß ich nicht, wie viel Rune ich brauche, ist gleich fertig. Yeah. Scheiße. Kiste voll machen. Vor allen Dingen ist das Ding, was ich hier mache, sowieso sinnlos, wenn wir eine Query machen, weil dann kriegen wir darüber unsere Rohstoffe. Nicht unbedingt. Wieso? Ja, Also ich will jetzt so ein Orage-Schild machen, ne? So eine Pflanze, die aus Steinen halt Erze macht. Ich weiß nicht, ob du das schon, soweit schon gecraftet hast in deinem Singleplayer. Möglich. So, oh, das Kohle, das sollte ich vielleicht komplett reparieren, auch wenn die fast voll ist. Ich habe keine Kohle mehr, Blaze. Wo ist sogar ein Shiny Ingot mit rausgekommen? Sehr schön. Ich habe trotzdem keine Kohle mehr, was machen wir jetzt? Ich gehe sowieso jetzt gleich wieder nach unten. So, alle Erze sind durchgelaufen. Perfekt. Also ich brauche noch so viel 6 Kohle. Oder auch mal den Pulverizer benutzen möchtest, ist alles hier, ne? Okay. So, ich habe jetzt hier Blitze. Jetzt muss ich so einen Stein darauf schmeißen, ja? Ich muss den Living Rock drauf schmeißen, dass der quasi in der Mitte schwebt. Ja, und dann nehme ich den Zauberstab. Rechtsklick oder linksklick? Rechtsklick. Im Function-Modus aber dann, ja? Genau. Und dann macht's Piu! Ja, jetzt habe ich 3 Air-Stitches rausgerichtet. Yay! Yeah. Woo! So, jetzt muss ich die weiter verkraften. Natürlich, wäre ja sonst zu einfach. Achso. Oh, Child. So. Jetzt habe ich die Air-Rune. Jetzt brauche ich noch die Rune of Art Tomb. Dafür brauche ich schon mal so ein Air-Rune. Alter. Dann haben wir 4 von dem Pure Zerdus Quarz. Ihr wollt mich verarschen. Ich brauche Rune of Fire. Rune of Fire mache ich mit Mana Steel, das habe ich. Nether Brick, haben wir das schon? Nö, aber wir hätten irgendwo in der Kiste. Moment, wo waren das? 12 Netherrack, aber da kriegst du halt nicht viel raus, ne? Ein Netherrack zu Brick verarbeiten, ne? Im Ofen. Also, ich schmeiß mal da. Das war jetzt falsch irgendwie. So, ich dachte, ich habe schon mal die Malerziele reingepackt. So, für das Feuer brauche ich. So, eine Freude, ab nach unten. Gunpowder und Netherwarze, haben wir das? Netherwarze, glaube ich, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht? Nee. Ach, ich drehe am Rad. Frag mal, wie es mir geht, ne? Scheiß Diamanten. Ja, da brauchst du nur Kohle finden, da können wir so langsam welche herstellen halt immer. Netherwarzen haben wir nicht. Dann kann ich mir auch einen Netherbrick wahrscheinlich irgendwo unten aus der Höhle holen, wenn ich so da runter muss. Waren wir überhaupt schon im Nether? Portal, ja, ja, unser Portal ist. Wenn du die Map aufmachst. Wo waren die?
Auf J. Super, das sehe ich nicht. Ja? Wenn du in Richtung unseres Todesscoreboards guckst, so ein bisschen rechts schräg den Berg, also die kleine Erhöhung hoch da oben steht, in diesem Portal. Ah ja, da hinten. Und ich bin natürlich auch ein Horst, ne? Look at my horse is amazing. Ist Nessa gefährlich? My horse is amazing. noch keine Ahnung, ne? Ich bin hier schon wieder runtergegangen ohne Fackel. Du Horst. Ja. So, ich brauche jetzt Nessa-Warzen. Die findet man nur in der Festung, ne? Das ist korrekt. Das ist ja praktisch, ist ja direkt eine Festung. Ja. Wie gesagt, wir sind direkt an einer Festung gespawnt. Wundere dich nicht. Overgrown Netherrack, was machst du? Ist nur überwachsen, ja? Wo du rauskommst, ne? Nicht wundern. Wieso? Wenn du zurückkommst. Das wirst du dann sehen.